Moin Moin, Privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, bin willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, in der letzten Folge sind wir ja ein paar Drift-Rennen gefahren. Einmal mit einem Benz und einmal mit einem scheiß Rennauto. Mit einem LMP-Auto, um genau zu sein. Ja, wir haben da ein bisschen wieder gut Geld eingefahren. Und da könnten wir jetzt eigentlich vielleicht noch ein paar weitere Rennen fahren, aber das hier nicht, auf jeden Fall. Eigentlich haben wir hier, wenn dann nur ein paar Driftrennen übrig, die aber glaube ich nicht so nice sind. Und wenn dann nur Zeitrennen. Was könnten wir da machen? Wenn dann vielleicht das Zeitrennen hier. Das auf dem Trail Mountain Circuit. Eine geile Strecke übrigens. 550 ein Ami. Haben wir da eins? Ein Ami. Ja, wir haben einen Charger. Der Challenger. Bis 550 geht das, ne? Boah, wir könnten uns unseren GT40 Anniversary nehmen. Gut. Ja, komm, fahren wir das mal. Mal gucken, welche... Zeit wir hinlegen können. Da versuche ich jetzt aber auch gar nicht erst auf Gold zu fahren. Denn da weiß ich, dass ich das so oder so nicht schaffen werde. Wenn dann mit Glück. So. Fahroptionen. Wir haben Traditionsfahrt an. Einstellungen. Sporthard. Okay, wir dürfen nur ein bisschen Sporthard nehmen. Können wir was? Ja, wir können ja was noch kaufen. Und dann machen wir das hier mal. Ja, komm, hau rein. Dann stellen wir dich ein bisschen ein. Antrieb. Wir haben nur wenig Gänge. Das reicht aber, glaube ich. Leistung. Aber wir bauen den mal ein bisschen noch auf. Bis auf 550. Das reicht. Gut, jetzt können wir aber Gas geben. 1,26. Okay, 1,41. Mal gucken, ob wir das schaffen können. Aber ich denke mal eher nicht. Vor allem nicht mit diesem Viergang-Monster. Schaffen wir so oder so nicht, vor allem, keine Ahnung. Haben wir wieder Geld unnötig rausgeschmissen, das versuche ich ja erst gar nicht, da können wir irgendeine andere Scheiße machen. Oder wir könnten uns irgendein Auto einfach so aufbauen. Weiß mal, vielleicht machen wir das. Da kann ich wieder eins aussuchen von den Autos, die sich Fabian gewünscht hat. Wir haben ja noch ein paar spezielle Events, Goodwood, Monderkundung, bla. Na ganz ehrlich, ich glaube, wir bauen jetzt mal ein weiteres Auto auf, was sich der Schwally vorhin noch gewünscht hat. Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Hier müsste das irgendwo sein. Ja genau, die RX-8 hatten wir, eine Supra können wir noch nehmen, R33, Evo 6 oder 10, oder 6 bis 10, Eclipse GSX, Integra, Corolla AE 86, S13, S14 oder Accord Type R. Suchen wir mal. Vielleicht, ja, vielleicht, Honda Accord müsste der sein, ne? Honda Accord. 4 Accords haben wir. Aber es gibt nicht den Type R. Weil weiß ich jetzt nicht, welchen du jetzt meintest, Schwally. Oh, der ist sehr, sehr nice aussieht, aber der ist leider nicht detailliert. Ist wahrscheinlich keiner von denen detailliert.
sind das nicht Type R's? Er ist nur Euro R. Warum Euro R? Warum steht da nicht einfach Type R? Oder ist das kein Type R? Oh, klar ist das Type R Logo da im Kühler drin. Ja, suchen wir mal nach einem anderen Auto. Nach einem Evo. Kommt so wie mal nach den Evos. Mitsubishi. Evo. Ich finde nichts unter Evo. Doch, findet der Art. Gut. Evo 6. Hast du gesägt? Ist ein Evo 5. Also ein Evo 6. Welchen Evo hab ich eigentlich hier noch gekauft? Den Evo 9. Oh, bist du eigentlich detailliert, mein Freund? Nein, bist du leider nicht. Wäre jetzt so schön gewesen. Evo 7 haben wir da noch. Oh ja. Yeah. Weißt du, der Evo mit Stahlfelgen, der ist detailliert. Warum ist der Evo mit Stahlfelgen detailliert? Der sieht auch ganz schön komisch aus, finde ich irgendwie, für den Evo. Mit einer für Asphalt getunten Aufhängung, die Sonderedition des Evo 6, benannt nach Tommy McCain. Tommy McCain. Okay, der ist schon mal detailliert hier, der Evo 6. Hier ist noch ein Evo 6. Der ist auch detailliert. Ach, das ist dasselbe. Benannt nach dem König. Ja. Der ist auch detailliert. Ist noch ein Evo 6. Der ist aber einfach. Ah, Evo 6 wäre schon geil. Oder Evo 10? Na, Evo 10. Ist eigentlich der Evo 7 hier eigentlich detailliert? Nein, natürlich nicht. Bist du detailliert? Nein. Bist du detailliert? Nein. Dann kaufen wir uns mal einen Evo 6. Wir nehmen den in Weiß. Dann bauen wir uns mal ein Evo auf. Einfach because I can. Wir haben natürlich wieder die Hälfte der Folge hier verbracht, um ein Auto auszusuchen. Hoffentlich hat das Ding geile Bodykits. Schon wieder die geile Musik, die uns jetzt beim Tuning unterstützen wird, Anführungszeichen. Es gibt sogar Bodykits. Aha, da wird das Ding einfach nur schwarz mit einer kleinen Lippe oder weiß. Nehmen wir das in weiß. Natürlich muss man, wenn man so eine Lippe anbaut, die Musik abbrechen, dann so eine Scheiße hier einfügen und dann, wenn das fertig ist, dann kommt direkt die nächste Musik, ne? Vor allem dann, wenn so eine geile Mucke gerade läuft. Einmal kommt jetzt noch die Double. Wir schreiben die hier natürlich WhatsApp, die Idiots, während ich hier am Aufnehmen bin und am Tune bin. Okay, die Spoiler gehen nicht. Sonst gibt's nichts, okay. Felgen. Die eine vielleicht größer. Noch eine größer. Okay, das ist zu groß. Gucken wir mal nach TEs. Und ich weiß, Wally, ich nehme nur. Werde nur noch die SL nehmen. Nicht die hier, weil die schön gebogen sind. Und nicht die, weil die zu gerade sind.
andere Frage, würden TEs drauf passen? Irgendwie passen die nicht so drauf. Was sind das denn für Race? Okay, die kommen. Nee. Oh, oh, oh. Die sehen aber schön böse auf dem Wagen aus. Merken. Oder die, die sehen auch richtig geil aus. Ich glaube, ich nehme die. Die Race. In der Zeit, wo die Scheiße da angebaut wird, kann ich eben schnell wieder WhatsApp gucken, was die Idiots hier schreiben. Merkel sagt zuerst, die Fotze kann gerne sterben geht, schreibe ich ja natürlich. Okay. Typische Konversation hier bei uns. Gut. Jetzt kommen die Tuning-Teile. Weiß gar nicht, was ich mit dem Wachen machen werde. Ob ihr einfach so Time-Travel oder so ein Scheiß oder Drift-Auto. Ja, kann man ja eigentlich auch Allrader gut driften. Muss man halt noch richtig einstellen. Mit denen halt fahren können. Aber ich baue den einfach mal auf. Und mal gucken, was ich dann irgendwann später mit dem Wagen noch machen werde. So, Leichtbau. Ein bisschen Leichtbau erst. Wenn ich zurückgehen könnte, dann könnte ich den geilen Auspuff vielleicht noch dran machen. Wenn er vielleicht geil aussehen wird, der Rennauspuff hier. 499. Wir lassen den erstmal so. Und stellen den Wagen jetzt mal ein. Menü. Bisschen buggy. Okay. Also Radsturz. 2,3. 1,9. Tiefer natürlich noch. Nicht vergessen hier. Machen wir mal 80. Nicht zu tief. Wir slammen den hier nicht. Oder Stanson oder wie auch immer. Eins von beiden wird schon sein. Mal schauen wir auf. Ja, kommt 320. Und das reicht erstmal fürs Erste. Jetzt gucken wir uns mal den Wagen an. Oh, das ist tief. Das sieht nice aus. Und jetzt bitte hab ein geiles Endrohr. Würde die Front vielleicht noch aggressiver aussehen, denn das wäre richtig geil dann, der Look. Ah, sieht schon verdammt geil aus, weil sie zu tief liegt. Und wir haben ein geiles Endrohr. Oh ja. Schön groß. Gut, jetzt können wir vielleicht den Wagen ein bisschen umlackieren. Falls es nötig ist. Ja, ich glaube, ich werde den vielleicht in weiß lassen. Oder den, keine Ahnung, rot. Das Alpha Red richtig geil da auf dem Wagen aussieht. Blau, Hemi Orange sieht auch nice aus. Metallic. Metallic sieht irgendwie komisch aus. Obwohl das irgendwie auch was hat. Also eine Farbe hat eigentlich unser Evo 9. Oh, der Wagen echt verdammt geil aussieht, ne? Alte Evos sehen immer geil aus. Leider wird kein neuer Evo mehr, glaube ich, gebaut. Soweit ich das richtig gelesen habe. Ist der Evo 10 der letzte Evo? Aber ich will hier keine Scheiße erzählen. Ich sage nur das, was ich lese und höre. Bla. Okay, ach komm, wir lassen den weiß. Die Felgen da vielleicht noch eine andere Farbe, vielleicht schwarz. Dann müsste halt schon Metallic sein. Da haben wir den Schwarz.
oder mattschwarz. Oder haben wir überhaupt mattschwarz? Das ist kein richtiges Schwarz, aber das ist schon gut dunkel. Oder wie sieht das aus, wenn ich die, keine Ahnung, auch in so einem halben Weiß. Oder wir machen die Felgen auch weiß, das hat auch was. Ja komm, wir machen die weiß. Das gefällt mir so. Dann jagen wir den Wagen mal kurz noch über irgendeine Strecke. Und sehen wir mal, wie der Wagen sich fahren lässt. Und dann baue ich aber noch ein bisschen mehr Power hier ein. Oder beziehungsweise mache ich den noch ein bisschen leichter. Ein bisschen, ich hau alles raus. 1,1 Tonnen. Plus noch ein bisschen mehr Leistung. Und das hier, Computer noch rein. Und der ist ja eigentlich schon Turbo geladen. Serienmäßig. Ah, ich hau noch den großen Turbo drauf. So, und jetzt können wir ab auf die Strecke und den Wagen mal ausprobieren. Nein, nicht schnelles Spiel. Ich wollte eigentlich freies Fahren. Da raus hier, ich möchte nicht. Brauchst du dich nicht verbinden, ich will nur rausgehen. So. Freies Fahren. Fahren wir mal auf einer originalen Gran Turismo Strecke, würde ich sagen. Jetzt muss ich nur für mich nur für eine Strecke entscheiden. Komm, wir fahren. Oder? Nee. Hab ich doch keine Lust hier auf den Mount Trail. Wenn dann die Strecke. Wo ist schon wieder die längere Version. Na komm, wir fahren durch den Deep Forest. Probieren wir den Wagen da aus. So, auch hier eben schnell alles einstellen. So. Dann drehen wir mal ein paar Runden. Okay, okay. Der Wagen geht ab. I like it. Fährt sich fast so gut wie unser Evo 8, 9. Wow, ja, dann kommt der S-Sack rum. Aber dank Arad fängt es sich gleich wieder. Ich mag den Wagen. Ui. Fährt sich aber echt super.
haben wir in der Folge zwar nichts wirklich Produktives gemacht, aber dafür ein geiles Auto aufgebaut. Gucken wir uns noch eben schnell die Wiederholung an. Ein geiles Auto. Na, ich möchte eigentlich rausgehen. So. Alles klar, dann würde ich hier sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das wird dann ja.